So, Hallöchen und willkommen zu einem kleinen Informationsvideo mit meinem kleinen Camcorder hier. Theoretisch gesehen könnte man damit auch Vlogs machen, also falls ihr es wollt, schreibt es unten in die Kommentare rein. Und zwar, ich fahre heute in Urlaub. Während ihr das Video jetzt seht, bin ich auf dem Weg in Urlaub sozusagen. Ja, zum Urlaub, wie gesagt, auf jeden Fall. Und alle Videos bis zum 5. August sind vorproduziert. Das heißt, ich habe jetzt erstmal 29 Videos vorproduziert. Ich habe hier auch meine magischen Zettel. Boah, soll ich das so nah ranhalten oder nicht? Ich habe gar keine Ahnung, wie das anscheinend soll. Auf jeden Fall, hier sind das einige Zettel, wie man sieht. Vorproduziert habe ich 10 Folgen The Last of Us, 3 Folgen Mario Kart. Tübi ist auch wieder dabei, also falls ihr zwei Spasten Mario Kart 8 spielen sehen wollt. Viel Spaß dabei, 3 Folgen angegruselt, einige haben mich ja gefragt, was ist das für ein Format? Das ist ein Format, wo ich kleine Indie-Horror-Games spiele, aber nur eine Folge, weil es kleine Indie-Horror-Spiele sind. Und dann noch 11 Folgen COC und 2 Bestrafungen. Danke nochmal an die, die mit mir aufgenommen haben und mich dabei unterstützt haben und das total komisch so irgendwie zu fragen. Ihr könnt mir auch in die Kommentare schreiben, wie die Qualität davon ist. Sieht eigentlich relativ schnieke aus, finde ich mal so. Also wie gesagt, auf Kommentare kann ich jetzt auch nur noch so abends antworten. Also falls ich mal nicht sofort antworte, nicht allzu enttäuscht sein. Beziehungsweise ich antworte ja dann nur abends. Ab 11 Uhr ungefähr. Wie gesagt, ich bin im Urlaub, will es ein bisschen genießen. Und wenn wir uns das jetzt hier angucken, ja. Da ist es, das ist das letzte Video, das 29. Video, was ich da gerade rendere. Und dann bin ich durch, dann habe ich 29 Videos vorproduziert, auch hier alles hochgeladen, weil wir in die Ukraine fahren. Und wir haben zwar eine 16K-Leitung, aber ja, eine, warte, 0,5 MB Upload-Geschwindigkeit. Und hier habe ich halt 2 MB und das ist klar vom Vorteil und ja. Wie gesagt, ich hoffe, es stört euch nicht, dass ich halt vorproduziert habe. Kommentare kann ich später antworten, das wollte ich euch sagen. Und falls ihr Vlogs wollt, unten in die Kommentare rein. Ich werde das Ding sowieso mitnehmen und ein bisschen filmen, so privatmäßig. Ich kann natürlich auch einen Vlog machen, wie ihr es wollt. Also, wir sehen uns dann nach dem Urlaub in den vorproduzierten Folgen, je nachdem, was ihr guckt. Ciao. Ne, wir machen das lieber so. Puh.